Auf der Detroit Motor Show 2015 zeigt Mercedes-Benz erstmals das Beste aus zwei Fahrzeugklassen in einem Modell vereint. Das agile, reinrassig sportliche Fahrgefühl eines Coupés wurde mit dem sanften, höher gelegenen und komfortablen Fahren eines SUVs verbunden. Das Ergebnis? Das neue Mercedes-Benz GLE Coupé. Eines ist garantiert. Sobald das Gaspedal berührt wird, schlägt der Puls schneller. Ob es nun an der Power, dem Klang der Mobilität oder am Fahrverhalten liegt, man weiß sofort, das ist ein Sportwagen. Bei diesem GLE Coupé haben wir das absolute neue Highlight eingebaut, das 9 G-Tronic 9-Gang Getriebe. Das ist sehr fein abgestuft. Dadurch bekommen wir eine Verbesserung des Spritverbrauchs um 6,5%. Die Agilität steigt massiv. Das heißt, dieses Auto fährt sich sehr sportlich und durch diesen Effizienzgewinn fährt man mit einem großen SUV sehr, sehr sparsam. Es überzeugt sowohl mit hoher Schaltgeschwindigkeit und perfekten Anschlüssen beim engagierten Sprint, als auch mit sanften, kaum wahrnehmbaren Schaltvorgängen beim genussvollen Cruisen. Ein neues Getriebe, bis ins letzte Detail ausgereizt. Die neu designte Luftfederung garantiert bestmögliche Fahrdynamik sowie Stabilität, egal welchen Modus man auswählt. Mercedes hat außerdem seine fortschrittliche Hybridtechnik nun auch in die C-Klasse gebracht. Hier kommt der C350 Plug-in Hybrid. Durch die Kombination von zwei Motoren, dem Verbrenner und dem Elektromotor, haben wir unglaublich viel Fahrleistung und Drehmoment, 600 Newtonmeter beispielsweise. Das ist Fahrspaß pur. Der neue C350 Plug-in Hybrid erzielt Fahrleistungen eines Sportwagens und verbraucht dennoch nur zertifizierte 2,1 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer. 10 weitere neue Plug-in-Hybrid-Modelle sollen bis 2017 vorgestellt werden.